Herzlich willkommen bei Slevin Streamt Sport. Wir spielen wieder den Pro Basketball Manager 2024. Falls ihr meine Ausgabe davor verpasst habt, nämlich die erste Ausgabe in diesem kleinen Let's Play, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, da nochmal reinzuschauen, denn dort könnt ihr dieses Spiel gewinnen. Wie das geht, erfahrt ihr im besagten Video, also es lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuschauen. Ich habe jetzt hier einen neuen Spielstand gestartet. Wir haben ja in der letzten Ausgabe sowieso nur das Menü uns angeschaut, dementsprechend haben wir auch nichts verpasst. Jetzt gehen wir alles nochmal ganz, ganz kurz durch und dann schreiten wir voran. Wir haben 100 Tage bis zum ersten Spiel und das wollen wir heute auf jeden Fall gemeinsam absolvieren. Hey, du, ich habe gehört, dass 78% meiner Zuschauer noch kein Abo dagelassen haben. Wenn du zu denen zählst, dann lass jetzt ein Abo da, sonst wäre ich sauer. Ja, ich würde sagen, wir starten rein, indem wir uns jetzt einen Mitarbeiter suchen, denn wir haben das ja in der letzten Ausgabe schon ganz kurz angetestet, wie das funktioniert. Wir wissen das jetzt auch, wir klicken hier einfach auf den Filter. Dann schauen wir, dass wir einen Scout finden, denn den haben wir nämlich noch überhaupt nicht in der Mannschaft. Ich weiß im Übrigen noch nicht ganz genau, wie viele Mitarbeiter und welche Mitarbeiter wir wirklich brauchen. Aber wir machen das jetzt einfach so gut es uns möglich ist. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal einen mit 4 Sternen, dass wir nicht den allerbesten und allerteuersten haben, aber doch jemanden, der Qualität mitbringt. Ja, wobei Beurteilungslevel und Beurteilungspotenzial ist bei ihm relativ schlecht. Den würde ich fast jetzt mal ausklammern, da wollen wir schon einen haben, der ein bisschen besser ist. Schade finde ich, dass ich das jetzt hier immer wieder neu sortieren muss, im Übrigen, dass das nicht gespeichert wird. Dann versuchen wir doch mal Jona Schwarz, wobei das ist schon 32, lieber jünger, sagen wir mal Pascarada. Das sieht doch besser aus. Beurteilungslevel 80, Beurteilungspotenzial 90. Da können wir ein Angebot machen. Was wir letztes Mal übrigens verpasst oder übersehen haben, ist, dass hier die Interesse am Vertrag steht. Also am Team ist er interessiert, aber am Vertrag nicht und wir haben den einfach so abgeschickt. Also das macht natürlich keinen Sinn, jetzt hier auf Senden zu drücken, denn der ist überhaupt nicht interessiert. Man muss da schon ein bisschen mehr Kohle auf den Tisch legen. 8.000, dann ist er schon ein bisschen mehr interessiert. Dann sagen wir doch einfach 10.000 glatt, dann ist er richtig krass interessiert und dann sollten wir den noch auch kriegen. Senden und ich würde fast sagen, wir verpflichten noch einen zweiten Scout. Ich weiß nicht, wie wichtig das hier ist, aber wir versuchen es einfach, würde ich sagen. Da gehen wir jetzt wieder auf Spieler und dann auf Personal und dann auf Einstellen. Und hier haben wir den Scout schon wieder gefiltert. Da nehmen wir auf jeden Fall jetzt noch einen zweiten, der ähnlich gut ist, würde ich sagen. Da Emma Klein. Sieht doch gut aus. 85, 85, jawohl, das sieht sogar sehr, sehr gut aus. Dann gehen wir wieder auf bis 2028, dass wir jetzt langfristig uns ein Team aufbauen. Da auch auf 10.000 und dann haben wir auch 92% Interesse am Vertrag. So, jetzt haben wir zwei Scouts mal einen Vertrag angeboten. Schauen wir mal, wie die antworten werden. Gehen wir mal auf Free Agents. Das ist nämlich echt interessant. Hier können wir dann nämlich sehen, wen wir alle scouten können. Terrence Davis sehen wir hier. Da sehen wir die Werte schon. Der ist gar nicht so schlecht, finde ich. Hier steht zum Beispiel, Chris Fleming findet, dass Terrence Davis das Potenzial hat, ein Star für die meisten NBA-Teams zu sein. Interessant, dem könnte man jetzt zum Beispiel einen Vertrag anbieten. Aber ich denke eigentlich, dass wir mit dem aktuellen Team in die Saison gehen. Was ich im Übrigen auch rausgefunden habe. Wenn wir auf Finanzen und dann Verträge gehen, sehen wir, wie viel die Spieler kosten und vor allem, wie viel sie in welchem Jahr kosten. Und das sehen wir schon langfristig betrachtet. Unser Captain ist genau das, was ich meinte. Das ist natürlich Zach LaVine, der hat bis 27 Vertrag. Also um ihn herum wird das Team aufgebaut. Wer uns nach der Saison verlassen könnte, das ist Andre Drummond, das ist Patrick Williams und auch DeMar DeRozan. Die haben nämlich keinen Vertrag nächstes Jahr. Was aber gar nicht so schlimm unbedingt ist, finde ich. Denn die sind alle schon ein bisschen älter. Drummond ist, glaube ich, steht da das Alter? 29? Genau, Patrick Williams ist 21. Das ist natürlich ein Talent. Den wollen wir auf jeden Fall behalten. Und DeMar DeRozan ist 33. Unser zweitbester Spieler, würde ich mal behaupten. Da ist natürlich die Frage, ob wir mit ihm verlängern oder nicht. Ich werde jetzt vorerst, glaube ich, mal niemanden wegtraden. Wir könnten versuchen, zu schauen, wer hier ein bisschen älter ist. Das ist Torrey Craig. Bei dem würde ich es jetzt gerne mal versuchen, dass ich ihn mal als Tauschbar deklariere. Vielleicht gibt es da ja ein Angebot, ein Trade-Angebot von der Konkurrenz, weil den würde ich theoretisch gehen lassen. Alle anderen möchte ich ehrlich gesagt behalten, weil es ist schon relativ
junges Team eigentlich mit Captain Lavin, der ist 28, der hat auch locker noch 5 gute Jahre vor sich. Von daher würde ich das jetzt mal dabei belassen. Saisonziel, wie gesagt, ist den Wettbewerb zu gewinnen. Das finde ich ein bisschen heftig. Ob uns das gelingt, keine Ahnung. Wichtig ist jetzt erstmal zu sehen, wie lang die Spieler eigentlich noch im Urlaub sind. Das würde mich mal interessieren, weil ich kann hier das Training jetzt schon einstellen. Sie sollte am 25.09. zurück sein. Das ist noch sehr, sehr lange hin, Leute. Wir haben jetzt den 2. Juli. Trotzdem können wir das Training schon mal einstellen. Ich habe das schon gemacht. Trainingsstunden pro Tag habe ich von 3 auf 4 hochgestellt. Und wir machen jetzt 2 Stunden Teamtraining und 2 Stunden Individualtraining. Und das ist richtig geil. Das haben wir beim letzten Mal direkt übersehen. Ich kann hier richtig viel einstellen. Ich kann nämlich jetzt jedem Spieler sagen, was er trainieren soll. Zum Beispiel fangen wir doch direkt mal an mit Zach Lavin, dass wir ihm sagen, die Intensität soll hoch sein. Die würde ich ehrlich gesagt überall hochstellen. Beim Teamtraining können wir das, glaube ich, machen. Ne? Intensität hoch. Priorität. Ja, wir sind nicht gut in der Verteidigung. Wir setzen die Priorität mal auf Angriff. Hier sehen wir dann übrigens die Eingespieltheit im Angriff und in der Verteidigung. Da schätze ich mal, wird sich dann der Balken füllen. Aktuell ist der noch ganz unten. Warum stellen wir die Intensität hoch? Weil wir zuerst ja eine Vorbereitung haben. Und wenn die Vorbereitung dann abgeschlossen ist und die Saison beginnt, dann können wir die Intensität auch wieder runterstellen. Aber in der Vorbereitung, das ist ja in jeder Sportart so, auch im Fußball, da sollte man eigentlich das Ganze hochschalten. Oh, und ich sehe, die Moral von Torrey Craig ist gesunken. Das liegt natürlich daran, dass wir ihn auf die Transferliste sozusagen, auf die Trade-Liste gesetzt haben. Cool. Ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen in meinem Test. Aber das ist doch schon mal gut, dass das funktioniert. So, und jetzt können wir zur Intensität der eigenen Spieler gehen in ihrem Individualtraining. Wie gesagt, 2 Stunden sind Teamtraining, 2 Stunden Individualtraining. Und da würde ich die Intensität, ehrlich gesagt, auch bei allen erstmal hochschalten. Ich weiß nicht, ob das clever ist. Die sind ja aktuell eh noch im Urlaub. Aber die ersten 2 Wochen oder so, keine Ahnung, wie lange da Vorbereitung ist im Basketball. Aber ich würde die auf jeden Fall erstmal hochschalten. Die sollen erstmal ruhig ein bisschen müde werden, ein bisschen Fitness trainieren und dadurch auch ihre Attribute steigern. Hier sieht man nämlich, wie sich die jeweils entwickeln. Und die Prognose für Frische und Fitness sieht man auch. So, Priorität. Jetzt geht's ans Eingemachte. Fangen wir an mit, ich würde sagen, Zach Lavin. Bei dem kennen wir uns am besten aus. Priorität bei ihm sollte... Ah, da kann man wählen, was genauer trainieren soll. Oder ein gewisses Profil. Ein Outside-Shooter zum Beispiel. Das würde genau das sein, was ich eigentlich einstellen wollte. Ich wollte eigentlich Dreier einstellen. Dreier werfen. Aber wenn ich hier einstellen kann, Outside-Shooter, dann trainiert er wahrscheinlich noch ein paar andere Geschichten zusätzlich. Also sprich, die Bewegung vielleicht und eben nicht nur die reinen Würfe. Deswegen wäre ich bei ihm jetzt mal Outside-Shooter. Andere Position soll er nicht trainieren. Nö, die andere Position brauchen wir bei gar keinem trainieren. Jetzt brauchen wir bloß noch einen, der zum Korb zieht. Da möchte ich gerne mal gucken. Das kann doch der Marley Rosen ganz gut, weil der eigentlich eher für die Zweierwürfe bekannt ist. Da hat er 94. Dreier kann er auch ganz gut. Was haben wir zum Korb ziehen? Das steht hier auch irgendwo 85. Das würde ich bei ihm fast noch versuchen zu verbessern. Wobei der schon älter ist. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das noch was bringt. Und ob man das überhaupt hier einstellen kann. Zum Korb ziehen. Oder ein Profil. Midrange-Shooter, das kann er extrem gut, soweit ich weiß. Dann lass uns zum Korb ziehen trainieren. Ich finde das ganz gut. So, dann Lonzo Ball natürlich extrem wichtig. Der ist für den Spielaufbau zuständig. Priorität sollte bei ihm dementsprechend auch der Playmaker sein. Genau, das steht hier dabei. Sehr, sehr gut. Andere Position braucht er nicht lernen. Dann brauchen wir... Ja gut, also wie gesagt, unser Team ist defensiv relativ schwach, vor allem was die Rebounds angeht. Und genau da müssen wir dran arbeiten. Die Center vor allem. Drummond, glaube ich, kann das ganz gut, aber Vucevic ist bei den Rebounds, soweit ich weiß, nicht so stark. Der hat Offensiv-Rebound 73, Defensiv-Rebound 46. Das, finde ich, ist eine heftige Schwäche für einen Center. Was hat Drummond da? Offensiv 77, Defensiv 76. Das ist schon stärker. Also,
Das muss man ganz klar sagen. Vucevic, der ist aber auch nicht mehr der Jüngste, ne? Auch schon 32, der wird nicht mehr viel lernen. Aber der muss verdammt nochmal die Defensive Rebounds lernen. Da würde ich direkt hier, wenn das geht. Offensive Rebound, ne, wir brauchen Defensive Rebound. Das kann ich nicht einstellen, oder was? Das wäre schade. Doch, da, Defensive Rebound, geil. Sehr gut, das auf jeden Fall. Dann Drummond allgemein soll Rebounds lernen. Würde ich sagen, Rebounder kann er schon gut, aber da muss er noch besser werden. Patrick Williams, das ist unser Talent. Der ist, glaube ich, letztes Jahr irgendwann gedraftet worden. Bei ihm ist die Frage, wohin er sich entwickelt. Der kann relativ gut schon Dreier und Zweier werfen. Das können wir natürlich weiter ausbauen. Oder wir sagen, er soll ein bisschen lernen, zum Korb zu ziehen. Sieht es denn mit dem Dribbling bei ihm aus? Das ist nämlich eigentlich nicht schlecht. Der hat halt in spielerischen Fähigkeiten noch ordentlich Defizite. Da ist die Frage, ob man das ausbaut, dass man seine Schwächen ein bisschen versucht auszumerzen. Das würde ich fast machen. Da müsste man dann eventuell ihm Playmaker geben. Ja, lass das mal machen, dass er seine Schwächen ein bisschen ausmerzt. So, Terry Taylor kenne ich persönlich nicht. Ich bin, wie gesagt, kein absoluter Pro. Was kann der so? Der spielt auf jeden Fall als Small Forward oder als Power Forward. Wobei er als Power Forward ja fast ein bisschen zu schmächtig ist, sage ich jetzt mal. Das ist für mich fast eher ein Small Forward. Der hat gar nicht so schlechte Werte, muss ich sagen. Verteidigung. Also Verteidigung sind wir halt alle schlecht. Das muss man sagen. Verteidigung sind wir alle. Der ist mental natürlich auch nicht so gut, weil er noch relativ jung ist. Aber was könnten wir dem jetzt trainieren? Ich meine, man muss nicht jedem natürlich den Fokus geben. Aber ich würde das jetzt fast mal machen. Sagen wir doch mal, dass der lernen soll. Ja, wobei eher ein Profil. Und zwar. Der eher Inside-Shooter oder Outside-Shooter? Jetzt bin ich beim Falschen. Weil sich das immer wieder neu sortiert. Das ist ein bisschen nervig. Ist der eher Inside-Shooter oder Outside-Shooter? 3er 84, 2er 80 Würfe vom Kopf. Zum Kopf den 20. Der schießt eher von außen. Okay. Dann ist es vielleicht doch auch tendenziell ein Power-Forward. Aber dafür ist er mir körperlich eigentlich ein bisschen zu schwach. Okay, geht eigentlich, ne? Ja, dann lass uns doch bei ihm die Dreier trainieren einfach. Lass uns ihn doch zu einem weiteren Dreierschützen ausbilden. Wir brauchen da eh eine Alternative zu Zach LaVine. Lass uns das machen. Der soll einfach eiskalt Dreier werfen üben. Ja, lass das einfach mal probieren. So, Julian Phillips kenne ich auch nicht. Der ist 19. Wo könnte der sich hin entwickeln? Oh, der ist auf jeden Fall einer, der zum Korb zieht. Dribbling, wo ist das? 66 leider nur. Okay, auch defensiv nicht gut. Also wir defensiv sind wir alle katastrophal. Aber ich würde sagen, bei ihm gehen wir jetzt einfach mal aufs Dribbling, beziehungsweise darauf, dass er. Nee, wir gehen direkt aufs Dribbling, der soll das ein bisschen üben. Weil zum Korb ziehen kann er eigentlich ganz gut. Nur sein Dribbling-Wert ist nicht so stark. Das soll er jetzt ein bisschen üben. So, dann gehen wir die anderen jetzt auch noch durch. Das mache ich jetzt aber mal off-cam, weil das dauert, glaube ich, zu lange. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. So, ein paar Minuten sind vergangen und ich habe jetzt für alle die Priorität eingestellt. Bei einigen habe ich mich auf die Dreier festgelegt oder eben auf zum Korb ziehen. Beim einen oder anderen habe ich halt auch ein bisschen auf die Defensive. Das ist ganz klar unsere Schwäche. Also wir müssen den Gegner outscoren. Anders werden wir wahrscheinlich keine Chance haben. So, jetzt gehen wir mal zur Taktik. Da haben wir noch gar nichts eingestellt. Das kennen wir noch von der letzten Ausgabe, dass da uns bloß zwei Dinge zur Verfügung stehen. Wir gehen auf jeden Fall auf 4 außen, 1 innen. Das ist unsere Strategie. Dann müssen wir noch die Rollen hier festlegen, wenn wir das noch nicht getan haben. Also Lonzo Ball kümmert sich um die Verteidigung, das ist der Boss in der Verteidigung. Zach LaVine leitet die Offensive und DeMar DeRozan auch. Da können wir zwei festlegen, das steht hier oben. Und mehr können wir gar nicht festlegen. Dementsprechend lassen wir es so. Ich weiß nur nicht, ob Terry Taylor, ehrlich gesagt, in unserer Starting Five stehen sollte.
Sehe ich ehrlich gesagt nicht unbedingt so. Würde ich fast lieber Patrick Williams bringen, weil uns der einfach langfristig mehr bringt. Oder Coby White, ganz ehrlich, ich bin persönlich ein großer Coby White-Fan. Ich finde, dass der hier ein bisschen zu schlecht wegkommt. Ich finde auch, dass der ganz gute Werte hat. Der ist als Point Guard und als Shooting Guard eingesetzt. Das ist natürlich schwierig, weil wir Lonzo Ball und Zach LaVine haben. Wobei Zach LaVine eigentlich für mich klarer Shooting Guard ist, genau. DeMar DeRozan ist dann eher der Small Forward. Ja, genau, okay. Ja, das heißt, deswegen wird Coby White natürlich weniger zum Einsatz kommen, weil vor ihm halt mit Lonzo Ball und Zach LaVine wirklich zwei Granaten einfach sind. Und unsere Schwachstelle ist dann wirklich der Power Forward, ne? Wenn das unser bester Power Forward ist, dann sind wir nicht so wahnsinnig gut aufgestellt. Von dem bin ich nicht so überzeugt. Vucevic als Center ist klar und die anderen rücken nach. Ja, und gar nicht berücksichtigt werden vorerst mal Terry und Phillips. Das finde ich auch in Ordnung. Genauso hätte ich es ehrlich gesagt auch gemacht. Von Torrey Craig halte ich, wie gesagt, auch nicht so viel, aber so ist es halt. Gut. Ja, das lassen wir jetzt erstmal so. Da verändern wir jetzt erstmal nichts. Wir sehen ja auch, dass Terry Taylor nur 10 Minuten Spielzeit hat. Also das haben sie schon berücksichtigt. Obwohl er in der Starting Five ist, dann kann man ihn ehrlich gesagt auch rausnehmen. Aber es gibt halt kaum einen besseren. Oder was wir natürlich machen können, Moment mal. Wir könnten Andre Drummond als Power Forward einsetzen. Da steht zwar, dass er das nicht so gut kann, aber wir hätten da wenigstens jemanden, der defensiv ein bisschen stärker ist, weil das sind wir aktuell ja richtig schlecht. Das könnten wir machen. Das machen wir, Leute. Da habe ich Bock drauf. Gleich mal das Spiel irgendwie versuchen zu überlisten. Nee, nicht Point Guard. Was habe ich jetzt eingestellt? Power Forward natürlich. Moment mal. Wieso kann ich das nicht einstellen? Zweimal SF. Moment mal, kann ich kein Power Forward einstellen? Das schicke ich gerade nicht. Ich habe jetzt die Position doch mit ihm hier getauscht. Wieso ist der jetzt Point Guard? Point Guard soll er nicht sein. Point Guard ist Lonzo Ball, logischerweise. So. Dann LaVine, DeRozan, Taylor, Vucevic. So, er muss. Ich habe einfach zwei Small Forwards eingestellt. Ach so, das ist wegen vier außen einen innen. Dann gibt es die Position gar nicht. Ich dachte, ich stelle trotzdem die fünf Positionen ein. Okay. Dann spielen wir vielleicht doch drei außen, zwei innen. Müssen wir. Sonst sind wir defensiv ja deutlich zu schlecht. Und dann stellen wir Drummond als Power Forward ein. Das kann er nicht, steht da. Ist uns aber wurscht. Weil. Ich denke ehrlich gesagt, wobei, vielleicht eher Vucevic. Ja, warte mal. Vucevic ist unser Power Forward und Drummond spielt als Center, weil Vucevic kann deutlich besser werfen und ist nicht so gut beim Rebound. Das heißt, Vucevic wird umtrainiert zum Power Forward. So würde ich es machen. So, und jetzt haben wir keinen Sixth Man. Das heißt, den müssen wir jetzt noch festlegen. Und das ist, ja, sieht man ja auch in den Spielzeiten Patrick Williams, würde ich sagen. Wenn ich Sixth Man richtig verstehe. Ich hoffe, dass ich das richtig verstehe. Aber ich denke schon. Caruso wäre auch wichtig für die Defensive im Rückfeld, aber der ist halt einfach kein Stammspieler, zumindest aktuell nicht. Gut, jetzt müssen wir Vucevic noch umtrainieren. Das können wir ja hier machen. Das haben wir ja gesehen, wie das geht. Individualtraining, Vucevic hier. Neue Position, Power Forward. So, viel Spaß, hoffe, dass das funktioniert. Damit haben wir das Training eingestellt. Jetzt müssen wir noch zur Taktik gehen. Kader haben wir jetzt hier eingestellt. Offensivtaktik, wie wollen wir da agieren? Tempo würde ich sagen, machen wir eher langsam und die Wurfverteilung aus der Ferne. Also, wir gehen ganz klar auf Dreier. Erstmal, wir stellen sie erstmal ein bisschen extrem ein. Wir können es ja dann immer noch umändern. Die Offensiv-Rebound-Strategie ist dann, da wir dann mit zwei heftigen Power-Forwards spielen, gehen wir richtig heftig vorne rein. Genau. So, wir versuchen einfach. Es gibt ja Testspiele. Wir werden schon sehen, ob wir uns da verrennen oder nicht. So, geschätztes Level. Sortieren wir mal. Zach LaVine soll natürlich Dreier werfen.
nach Belieben, so gut es geht. DeMar DeRozan soll eigentlich eher die Zweier nehmen, ne? Ja, auf jeden Fall, Mann. Jeden Fall. Nach Belieben darf er das machen. Und zum Korb ziehen, da ist auf jeden Fall Coby White für gemacht. Nach Belieben. Und Lonzo Ball kann das, glaube ich, auch ganz gut, ne? Na, wobei gar nicht so gut. Okay, aber das sind die drei, denen wir auf jeden Fall sagen, sie dürfen das nach Belieben machen. Also DeMar DeRozan die Zweier, Zach LaVine die Dreier und Coby White darf zum Korb ziehen, wann immer es ihm passt. Beim Rest stellen wir jetzt erstmal nichts ein. Defensivtaktik, Druck bei Ballbesitz. Der ballnahe Verteidiger ist gerade außer Reichweite, wenn er den Ballträger verteidigt. Okay, das ist die Frage, was wir machen. Ich würde fast sagen, was ist denn unterdrücken? Der Frage nach dem Ball drängt sein Gegenspieler so weit wie möglich zurück. Sobald er den Ball hat. Ja, wir gehen da Pressing. Pressing gehen wir daran. Dann Off-Ball-Druck machen wir eng. Also weniger Abstand halten. On-Ball-Screen. Verteidiger passen sich je nach Situation an. On-Ball-Screen. Ah, okay. Die Verteidiger wechseln bei Screens mit zwei Post- oder Inside-Spielern. Das machen wir automatisch, das ist mir zu kompliziert aktuell. Das schauen wir uns erstmal an, wie das dann umgesetzt wird. Absicherung, ja, das machen wir je nach Situation. Die drei Sachen waren auf automatisch, die lassen wir jetzt auch erstmal. Das da oben haben wir eingestellt. Spielzüge können wir hier tatsächlich selbst kreieren. Das habe ich ja schon gesagt, das ist mega geil. Wir können Spielzüge selbst kreieren. Wenn ihr noch nicht wisst, wie das geht, schaut das Video davor an, wie gesagt, denn da habe ich das ja schon mal ganz kurz erklärt. So, das hätten wir auch abgeschlossen. Kalender brauchen wir jetzt erstmal nicht. Finanzen müssen wir auch nichts machen. Einrichtungen kennen wir schon, haben wir uns schon angeschaut. Da können wir, wie gesagt, die Preise festlegen, selbst für Bier, Pommes, Sandwich und alles Mögliche. Die Sachen lassen wir jetzt erstmal standardmäßig eingestellt. Wir müssen das Spiel ja auch erstmal kennenlernen. Personal haben wir uns schon drum gekümmert. Und rekrutieren brauchen wir keinen, denn unser Team steht soweit fest. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal vorwärts. Und da wird jetzt simuliert. Je nachdem, wie viele Nationen und Ligen ihr ausgewechselt habt, eingeschaltet habt, dauert das natürlich. Wir haben auch gesehen, dass ein paar Spieler, ein paar Free Agents schon jetzt gerade unterschrieben haben. Und wir haben unseren Scout bekommen. Jetzt geht man mal nochmal weiter, denn wir haben ja zwei Scouts. Ja, Klein hat auch unterschrieben. Jetzt haben wir zwei Scouts. Und jetzt können wir nämlich anfangen, da ein paar Leute unter die Lupe zu nehmen. Free Agents, das sind die jetzt. Die Frage ist, ob sich das lohnt, wenn wir sowieso keinen verpflichten wollen. Alter 0 finde ich auch lustig. Die sind 0 Jahre alt. Die beiden. Auch nicht schlecht. Hier sind ein paar 16-Jährige und so weiter. Vielleicht ist ja da ein geiler Spieler dabei. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt, die mal zu scouten. Ich kann hier Rechtsklick auch machen, stelle ich gerade fest. Den Spieler beobachten. Ja. Da oben kann ich dann den Scout wählen. Okay. 6 Stück kann ich beobachten. Okay. Das ist auch ein kleiner Kritikpunkt. Diese Nachrichten kommen jetzt die ganze Zeit, wenn ich das mache. Also ich kann jetzt den nächsten auswählen. Und dann muss ich wieder diese ganzen Dinge anklicken und wieder auf Verstanden klicken. Man würde ja meinen, wenn ich einmal auf Verstanden geklickt habe, dann hätte ich es für immer verstanden, aber ich muss das jetzt tatsächlich jedes Mal machen. Das finde ich ein bisschen unnötig, muss ich sagen. Aber man muss auch einfach sagen, dass natürlich wir sehr vieles jetzt mit dem Fußballmanager vergleichen und der Fußballmanager, der ist schon ein bisschen länger auf dem Markt. Also der hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und es ist wahrscheinlich unfair, jetzt Spiele, die noch relativ neu sind, mit ihm zu vergleichen. So, der hat noch einen Auftrag frei. Das nehmen wir ihm doch jetzt. Jakub Nekas noch. Und dann nehmen wir die anderen jetzt einfach auch noch. Ich weiß wirklich nicht, ob sich das lohnt, wenn wir wahrscheinlich eh keinen verpflichten. Aber sollten wir jetzt hier eine echte Granate finden, dann würde ich sagen, kann man ja vielleicht auch einen wegtraden oder zwei wegtraden für einen. Und dann haben wir wieder einen Platz frei im Kader. Da müssen wir mal gucken, inwiefern sich das dann lohnen würde. Und jetzt beobachten wir hier erstmal die
ganzen jungen Spieler, die hier auf der Liste stehen. Ich weiß auch nicht übrigens, wann hier ein Spieler auf der Liste steht und wann nicht. Hier steht jetzt Free Agents. Das würde eigentlich bedeuten, dass das Spieler sind, die schon mal in der NBA gespielt haben und die jetzt keinen Vertrag bekommen haben und dementsprechend jetzt eben verfügbar sind. So, 4 von 6, das heißt, einen haben wir dann noch. Ich komme durcheinander, wen ich schon habe und wen nicht, weil ich die Spieler hier nicht markieren kann. Das finde ich ein bisschen schade. Den habe ich schon. Davison kommt jetzt noch. So, und ich glaube, jetzt kann ich keinen mehr, ne? Brown. Kein Scout verfügbar. Okay, jetzt haben wir 12 Spieler, die wir erstmal beobachten. Da wird dann das geschätzte Level auch eingeblendet und wir sehen aktuell, wenn wir draufklicken, dass wir kaum Werte kennen, nur ungefähre Werte manchmal. Irgendwann werden wir hier alle kennen und dann können wir feststellen, ob das vielleicht ein Talent ist, das wir uns holen können oder halt eben nicht. So, damit sind wir, glaube ich, durch. Mehr können wir gar nicht machen vorerst. Jetzt klicken wir mal weiter und wir schreiten voran und wir sehen, hier gibt es immer wieder Signings bei anderen Teams. So, jetzt gibt es hier schon den ersten Bericht. Bericht über Richardson abgeschlossen. Oh ja, jetzt sind schon 4 Berichte angekommen. Schauen wir uns doch einfach mal an, wie das dann aussieht. Das ist dann der Bericht. Erinnert sehr an den Fußballmanager oder an den Tennismanager. Auch wir haben hier die grünen Dinger, das heißt, das sind die Pros, die er hat. Und hier sind die Contras, also Dinge, die er nicht so gut kann. Das ist schon mal deutlich verteilt. Und wenn wir auf Übersicht gehen, dürften wir jetzt auch ein paar Werte sehen. So ist es. Noch nicht alle. Wir könnten ihn also nochmal beobachten, um mehr Werte zu sehen. Aber ich denke, einen ersten Eindruck haben wir jetzt schon. Das müsste ich jetzt hier eigentlich auch zu sehen bekommen. Tatsächlich, schaut euch das an. Ja, und so machen wir das jetzt mit den anderen Spielern auch. Und wenn einer interessant ist, können wir den ja nochmal ins Intensivscouting mitnehmen. Und dann hoffe ich, dass man das auch mit den Jungs kann, die man dann eventuell draften kann. Das wäre ja das Wichtigste, dass man dann für nächste Saison schon weiß, welcher Spieler vielleicht für den Draft interessant wäre. Aber soweit ich weiß, geht das hier noch nicht. Transfermarkt, das ist unser Mann, den wir abgeben würden. Rekrutierung, da gibt es gar keine Daten, warum auch immer. Ah, das ist wahrscheinlich offene Vertragsangebote von mir. Scouting, da sehen wir unsere beiden Scouts. Ah, ich kann die auch wohin schicken. Okay, nice. Das machen wir doch direkt auch mal. Wo schicken wir ihn hin? Ja, eigentlich schon in Amerika, ne? Dauer in Monaten. 6 Monate. Minimales Alter 15. Ach, ich kann noch weiter runtergehen. Ja, komm. Sucht mir einen Einjährigen, der gut Basketball spielen kann. Also, sagen wir mal, 15 sollte er schon sein. Maximales Alter. Ja, wir wollen natürlich schon was für die Zukunft aufbauen. Also, sagen wir mal, maximal 26. Geschlecht männlich. Status der Spieler. Ja gut, dann sagen wir Junior, er sucht bis 22, dann macht der andere dann das nächste. Position ist ehrlich gesagt wurscht. Unerreichbare Spieler ausschließen, ja. Positionen hake ich mal alle an, nicht dass wir hier nichts anhaken und dann findet er keinen. Spieler mit zu niedrigem Level ausschließen, auch wenn sie ein hohes Potenzial haben, das machen wir natürlich nicht, wir wollen ja Talente. Free Agents einschließen und kosten. Oh, es kostet Geld, ja klar. Schicken wir weg. Und den anderen. Und zack, Geld wird direkt abgezogen. Eiskalt, direkt die Karte durchgeschlitzt durch und weg ist die Kohle. So schnell geht's. So, Emma Klein schicken wir auch in die USA. Aber jetzt für Spieler, die älter sind. So, schicken wir auch in die USA, genau, für Spieler, die älter sind, nämlich ab 23, dann bis 28. So, dass wir quasi die Altersstrukturen durchhaben. Profi, Positionen bleibt gleiche, unerreichbare Spieler ausschließen, Free Agents einschließen, zack, 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 senden. Jawohl, schicken wir auch weg. Sehr gut, und direkt wieder die Karte durch den Schlitz und die Kohle ist weg. Zack, haben wir nur noch 105 Millionen. So,
Gehen wir mal zum Tausch, da können wir dann einen Trade vorschlagen. Das machen wir, wie gesagt, jetzt erstmal nicht. Das ist eigentlich mega geil. Das liebe ich ja bei NBA 2K, so sich einen Trade zu suchen, zu basteln. So, Aussichten. Was bedeutet das? Aussichten. Das sind ja nicht nur junge Spieler, aber was heißt Aussichten? Was sind das für Leute? Platzierung des Spielers im Vergleich zu Spielern ähnlichen Alters. Trent Forrest. Sind das einfach die Free Agents, oder? Nochmal aufgelistet. Aber warum stehen die hier unter Aussichten? Das ist mir noch nicht ganz klar, was das hier bedeutet. Und Berichte, kein Bericht verfügbar. Okay, das kommt dann wahrscheinlich, genau. Das sind die zwei Scout-Berichte, die wir aktuell haben, die wir hier gerade geschickt haben. Okay, sehr cool. Ich frage mich nur, ob ich schon irgendwas für den Draft machen kann. Da habe ich ein bisschen Angst, dass ich was verpasse. Aber ich glaube, das geht noch nicht. Nee, es kann noch nicht gehen. Also wenn, dann ist es unter Rekrutierung. Weil das ist ja genau das Wort, das das quasi beschreibt. Und wir scouten jetzt auch ein bisschen. Ja, das sieht doch gut aus. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter und schauen, was es Neues gibt. Da werden weiterhin die Scout-Berichte reinkommen. Ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, was passiert. Wenn was Wichtiges ist, dann hole ich euch wieder mit in den Stream rein. Ein paar Wochen sind vergangen, ihr seht es, wir sind bereits am 30. September angekommen. Das heißt, unsere Spieler sind jetzt schon seit einigen Wochen im Training und sie sind direkt genervt. Ich habe jetzt von jedem Spieler eine E-Mail bekommen, dass sie genervt sind. Ja, das ist ja auch logisch, denn das Training ist ein bisschen zu intensiv. Wir schalten jetzt die Intensität runter, denn in 10 Tagen ist unser erstes Spiel. Wir gehen jetzt runter mal auf 3 Stunden Training, dann machen wir 2 Teamtraining, 1 Individualtraining und wir gehen jetzt von der Intensität her, wie ich es gesagt habe, auch runter auf normal und gehen hier jetzt auch bei den einzelnen Spielern runter auf normal, aber ich glaube, es macht doch normalerweise Sinn, bei einer Vorbereitung erstmal ein bisschen härter zu trainieren. Ich hoffe, das nehmen sie mir nicht so übel. Die sind jetzt alle ein bisschen besorgt und unzufrieden sogar, weil sie mit dem Training so unzufrieden sind, aber ich hoffe mal jetzt nicht, dass ich da mit schon alles versaut habe und das komplette Mannschaftsgefüge und die komplette Stimmung zerstört habe. Das wäre natürlich jetzt blöd. Aber ich denke, wenn wir es jetzt auf normal stellen, dann dürften sie doch eigentlich jetzt dann wieder zufrieden werden. So, das sieht gut aus. Was ebenfalls passiert ist in der Zeit, ist, dass wir unsere Berichte bekommen haben von unseren Scouts. Wir sehen jetzt hier, wenn wir reingehen, die Spieler, die gefunden wurden, also unsere beiden Scouts sind einfach in Amerika unterwegs und hier sehen wir jetzt ein paar Spieler, die wir natürlich kennen. Ich habe auch schon den Deutschen gesehen, das war glaube ich Moritz Wagner, jawohl. Da sehen wir jetzt die Werte und es kann ja auf jeden Fall nicht schaden, wenn wir die Konkurrenz in der NBA jetzt durchscouten und dann auch, wenn nächste Saison jemand Free Agent wird, sofort wissen, ob wir ihn gebrauchen können oder nicht. Ich habe gehört, du schaust dir mein Video an, ohne ein Abo dagelassen zu haben. Warum das denn? Abonnieren ist besser als studieren. Und auch hier im Basketball Manager gibt es lustige, unvorhersehbare Ereignisse. Einigen Fans gelang es ohne seine Zustimmung, Dell und Terry mit ihren Handys aufzunehmen. Sie gerieten fast in einen Streit und das Video des Vorfalls ging viral. Die Fans fragen sich nun, ob Dell und Terry weiter für uns spielen soll. Also ich kann jetzt ihm Gehalt abziehen. Das heißt, der Spieler ist dann pisst, aber die Fans sind zufrieden und ich kriege 100.000 Euro. Oder ich sage, nee, komm, so schlimm ist es jetzt nicht. Melden Sie die an dem Vorfall beteiligten Fans. Okay, das ist aber krass. Ich würde das jetzt einfach darauf beruhen lassen. Aber das ist natürlich krass. Ist das jetzt ein wichtiger Spieler bei uns? Moment mal, Taktik. Den habe ich ja rausgenommen, ne? Ja, komm, dann lass uns erstmal die Kohle einsacken, oder? Und dann sind die Fans zufrieden, er ist ein bisschen unzufrieden, aber ich glaube, das regelt sich schon wieder, wenn er gut spielt und so weiter. Dann lass uns das machen. Ich hätte es jetzt einfach auf sich beruhen lassen. Aber so haben wir wenigstens ein bisschen Kohle eingenommen. Das ist schon krass. Der hat jetzt wie viel Gehalt abgezogen bekommen? 100.000 Euro. Das ist auch nicht schlecht. Wahrscheinlich ein Wochengehalt für ihn.
Okay. Wir nähern uns dem ersten Spiel. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Ich weiß ja schon ungefähr, wie das Ganze aussieht. Aber bin schon gespannt drauf, wie ihr das dann findet. Gerne in die Kommentare schreiben, auf jeden Fall. Wie ihr diesen 3D-Modus dann findet, der gleich kommt. So, denn wir spielen jetzt unser Freundschaftsspiel gegen die Milwaukee Bucks. Ist natürlich ziemlich heftig als Gegner. Also da hätte ich mir einen leichteren Gegner zum Auftakt gewünscht. Ich kann das Ganze jetzt simulieren, dann sehe ich direkt das Endergebnis oder ich gehe auf Spielen und wir gehen jetzt natürlich auf Spielen. So, und jetzt können wir direkt mal hier so eine kleine Zusammenfassung sehen. Das finde ich ganz cool. Wir haben Quote 1,84, die Bucks 1,85. Okay, auch komisch, dass wir hier Favorit sind. Die Frage ist, ob denn Antetokounmpo überhaupt spielt. Auf jeden Fall wird er uns hier nicht als Gegner angezeigt. Naja, das schauen wir uns jetzt mal an. Auf jeden Fall haben die letzten fünf Spiele alle die Bucks gewonnen. Jetzt können wir die Taktik nochmal festlegen. Da sehen wir nochmal den Überblick. Wir lassen das aber so, wie es jetzt ist. Vukcevic kann Power Forward immer noch nicht spielen, aber er muss es tun. Bin sehr gespannt, ob das hinhaut. Er ist der Einzige, der fit ist übrigens. Warum auch immer. So lassen wir es jetzt. Mehr muss ich nicht machen. Ich kann es übrigens auch den Co-Trainer machen lassen, aber wir wollen natürlich jetzt das ganze Erlebnis selbst genießen. Das ist der 3D-Modus, Leute. Wir sehen die Spieler und wir sehen vor allem das Spielfeld, unser schönes Spielfeld in Chicago. Und hier können wir direkt eingreifen. Wir sehen die Spieler, die Starting Five, beziehungsweise die, die gerade auf dem Feld sind. Und hier unten natürlich die, die auf der Bank sind. So, Spiel starten und dann geht es auch schon los. Die Farbgebung finde ich ein bisschen unglücklich, muss ich sagen, denn das ist mir hier ein bisschen zu orange. Eigentlich müsste es deutlich mehr rot sein. So, und jetzt läuft das Spiel. Ist natürlich ein bisschen abgehackt, ein bisschen unrund. Bisschen hölzern wirkt das Ganze, muss man sagen. Aber es ist schon ganz nice, dass man hier einen Modus hat, wo man sich spielen sieht. In den meisten anderen Basketballmanagern ist es nämlich so, dass man einfach nur einen 2D-Modus hat. Dementsprechend ist es ganz nice. Oh, das ist aber ein Foul. Offensivfoul. Jawohl, so ist es. Wir können auch hier die Geschwindigkeit ein bisschen hochstellen. Das ist natürlich wie beim Fußballmanager auch oder beim Tennismanager oder anderen, dass man hier die Geschwindigkeit regulieren kann. Ich kann hier oben eine Auszeit mir nehmen, dann kann ich hier natürlich die Taktik und Spielzüge und so weiter ändern. Was ist das nochmal gewesen? Ah, die defensive Taktik. Genau, das ist die offensive Taktik, das ist die defensive Taktik. Hier kann ich reinrufen und den Spielern irgendwas sagen, was sie machen sollen zum Beispiel. Also, wir können das auch mal ausprobieren beim nächsten Spielzug. Lass uns mal gucken jetzt, wie es bei den Gegnern läuft. Und wenn wir dann am Ball sind, rufe ich mal was rein. Also das war auf jeden Fall der Rebound für die Bucks. Das ist ja wie gesagt unsere Schwäche. So, jetzt haben sie es. So, jetzt habe ich Lonzo Ball im Ballbesitz. Ich könnte jetzt reinrufen und ihm sagen, er soll hier irgendwas machen. Ich würde aber gern Zach LaVine sagen, er soll einen 3-Punkte-Wurf machen. Schauen wir mal, ob das direkt funktioniert. Er hat ja den Ball nicht mal. Also Lonzo Ball müsste jetzt ihm den Ball geben. Hier ist Vucevic, der wirft, trifft nicht und Ballverlust. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Ja, viel kann man nicht sagen. Wurf von innen. 2 Punkte und so weiter. So, jetzt ist Lonzo Ball. Jetzt können wir mal versuchen, ob er uns auf uns hört. Moment, ich drücke mal Pause. Hat er jetzt schon abgespielt? Ich hoffe nicht. Nee. Also, ich sage jetzt Lonzo Ball. 3-Punkte-Wurf. Versuch's einfach. Ist wurscht. Wir wollen mal sehen, ob es klappt. Jetzt gibt er ihn Zach LaVine. Was war das jetzt? Defensivfoul? Aha, an DeRozan. Okay. Gut, Spielzug damit unterbrochen. Jetzt müssen wir es nochmal neu versuchen. Lonzo Ball hat den Ball. Wieder rufen wir ihm zu. 3-Punkte-Wurf. Er spielt ab auf LaVine. Okay, das funktioniert nicht, oder kriegt er ihn? Doch, es funktioniert! Geil! Er hat es tatsächlich gemacht. Ob das jetzt Zufall war, weiß ich nicht, aber man kann auf jeden Fall den Spielern sagen, was sie machen sollen. Richtig nice.
So, hier kann ich dann noch Statistiken mir anschauen. Das ist natürlich mega wichtig. Zum Beispiel können wir uns die besten Spieler anschauen, die hier miteinander verglichen werden. Rebounds zum Beispiel, Antetokounmpo. Damit ist auch die Frage beantwortet, ob er spielt. Er spielt, hat zwei Rebounds geholt. Unser Bester war Drummond mit einem Rebound. Ich bin gespannt, ob unser Plan funktioniert, quasi zwei Center aufzustellen. Ich habe das in NBA 2K20 oder 21 oder was das war, auch versucht. Und das hat sehr gut funktioniert, zwei Riesen vorne drin zu haben. Dann hat man einfach automatisch mehr Rebounds und kann dadurch das Spiel dann dominieren. Das versuchen wir mit den Bulls auch, denn die sind, wie gesagt, ansonsten defensiv einfach zu schwach. So, jetzt rufen wir ihm nochmal zu, einen Zwei-Punkte-Wurf zu machen. Hat er den Ball leider nicht. Der Rosen macht einen Schrittfehler, nicht gut. Das heißt, es gibt ein Turnover. Da das Ganze jetzt hier natürlich nur ein Freundschaftsspiel ist, müssen wir uns das nicht komplett anschauen, obwohl es zeitlich eigentlich geht. Wir haben jetzt die Hälfte vom ersten Viertel schon rum. Also zeitlich ist das in Ordnung, aber ich zeige euch das jetzt mal. Ich kann hier auch auf Simulieren klicken und dann das Viertel simulieren. Und dann ist das erste Viertel vorbei. Ich sehe jetzt den Spielstand nicht, doch da unten. 27 zu 36. Also die Bucks haben jetzt mal ordentlich Gas gegeben. Und jetzt gibt es die Halbzeitansprache. Ich kann da jedem was sagen, beruhigen oder gratulieren. Finde ich, ist ein bisschen wenig Auswahl, ehrlich gesagt. Ball hat schon zwei Fouls, wenn ich das richtig sehe. Da können wir zum Beispiel mal auf Beruhigen gehen. Und die gemeinsame Teamanweisung kann man auch noch auswählen. Da gibt es ein bisschen mehr Auswahl. Ich würde sagen, das ist alles sehr, sehr positiv. Sei in der Verteidigung konzentrierter. Das ist aber keine Ansprache für alle. Das finde ich nicht gut. Das könnt ihr besser machen. Das müssen wir sagen. So, hier sehen wir jetzt ganz kurz einen Überblick von der Fitness her. Und wir sehen, dass Zach LaVine nicht mehr ganz so fit ist. Aber wir haben ja die Minuten eingestellt, wie sie sein sollen. Und dementsprechend lassen wir das jetzt auch so. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Viertel. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwo klicken muss. Da oben sehen wir übrigens auch die Statistiken. Also 4 von 5 Dreiern hat Lonzo Ball verwandelt. LaVine 0 von 1. Der soll ja eigentlich Dreier versuchen. Ich weiß nicht, warum er das gerade nicht tut. Das wird interessant zu beobachten sein. Ach so, ich habe auf Pause gedrückt. Okay. Ob langfristig LaVine die Dreier versucht oder nicht. Bis jetzt sieht es nicht so aus, muss man sagen. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht zu viel Rückstand kassieren. Sehr gut, 6 Punkte noch Rückstand. Das war ein schöner Dreier von Craig. Aber wir kassieren natürlich wieder den Punkt gegen uns. Ach ja, was man übrigens auch kann, ist hier die Kamera verändern. Du kannst hier jede Sichtweise einstellen, die du haben möchtest. Oder du kannst auch sagen, du gehst auf ein 2D-System. Dann ist das Ganze nicht mehr so ruckelig und hölzern. Du weißt, wer den Ball hat. Durch die Rückennummer weißt du auch, wer es ist. Hier wird munter fliegend gewechselt gerade. Das finde ich auch cool, dass man das so schön zu sehen bekommt. Ja, jetzt sind wir schon gleich wieder dran. Nur noch 3 Punkte Rückstand. Jetzt sagen wir, gehen jetzt wieder auf die TV-Kamera und simulieren jetzt hier den Rest durch, denn es ist nur ein Freundschaftsspiel, wie gesagt. Und da wollen wir jetzt nicht zu viel Zeit damit verbrauchen. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das aussieht. Spiel ist vorbei. 117 zu 123 haben wir verloren. Das sieht nicht so schlecht aus. Damit können wir zufrieden sein. Bin nur gespannt, was die Statistiken sagen von den Dreierwürfen. 7 von 12 hat Ball reingemacht. LaVine 3 von 7. Also, das finde ich jetzt schon mal komisch. Das gefällt mir gar nicht, dass LaVine mehr Dreier versucht hat. Weniger Dreier versucht hat als der Rosen. Das stört mich zum Beispiel jetzt schon mal als Manager, weil ich ja eindeutig gesagt habe, der Rosen soll auf Zweier gehen und LaVine soll auf Dreier gehen. So, was die Rebounds angeht, sehen wir, Vucevic und Drummond haben ordentlich Rebounds geholt, aber zu wenig natürlich gegen Antetokounmpo, das ist klar. Aber das zeigt schon mal, das könnte funktionieren mit den Rebounds, mit unserem Plan, zwei Center aufzustellen. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht davon, dass LaVine weniger Dreier versucht als der Rosen. Das stört mich. Das werden wir jetzt die nächsten Freundschaftsspiele über mal beobachten. Und dann werden wir feststellen, ob die Einstellung hier überhaupt Sinn ergibt. Gibt ja auch,
Managerspiele tatsächlich. Ich erinnere da an den Fußballmanager früher von EA, wo du Einstellungen machen konntest, aber die hatten überhaupt keine Auswirkung. Das war einfach nur, um dich zu beschäftigen. Das finde ich immer schrecklich, wenn das so ist. Ich glaube nicht, dass es hier so ist. Wir werden es aber definitiv testen und langfristig dann rausfinden. Das soll es gewesen sein für die heutige Ausgabe. Jetzt haben wir das Spiel auch mal gesehen. Wie gesagt, wenn ihr dieses Spiel gewinnen wollt bei unserem Gewinnspiel hier auf Slaven Streamt Sport, dann geht auf das Video davor, wo ich dieses Spiel hier, den Pro Basketball Manager 2024 vorgestellt habe. Da könnt ihr dieses Spiel gewinnen. Wie das geht, wird dort alles erklärt. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr dieses Let's Play weiter verfolgt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, mit welchem Team ihr spielt und was ihr an dem Spiel gut und was ihr schlecht findet. Würde mich super, super, super interessieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal auf Slaven Streamt Sport.